Ja, ja, habe ich auch nach und nach. Also, es sind auch noch nicht alle. Ich würde auch gerne noch die vom Motordeckel, die habe ich jetzt ausgemessen, das sind die nächsten fünf. Ja, ja.
da aus dem Motorrad gefahren, aber in der Woche. Und dann ging es richtig schön mit vorbei, richtig schön hoch. Jetzt Bodo, der Veranstalter hier des Wuppertreffens in Wilmitzfleet seit 21 Jahren. Jo, da sind wir die Pioniere. Wir wurden ja auch letztes Jahr zum 20-Jährigen vom Fahrzeugveteranenverband, glaube ich, habe ich richtig ausgesprochen, geehrt. Ja. Wunderbar, hat keiner mit gerechnet. Also ein großes Dankeschön im Namen aller Zweiradfreunde, dass der Bodo das hier macht. Ja. Super Veranstaltung. Kriegt die absolute Note 1 hier. Immer top Wetter. Vielen Dank. Ja. Die einzigste Schraube, wo ich nicht dran drehen kann. Genau. Aber der liebe Gott hat immer ein Einsehen mit uns und wir halten die CU-Werte ein. So was hat die Welt noch nicht gesehen. Eine Herkules-Hummel. Kann man das sehen? Und das noch auf dem Hinterreifen. Die schnurrt mit. Summ, summ. Boah, schön aus. Ja, aber gehen wir den mal schon höher aber die gibt es nicht aus.
Ja, natürlich ist es noch gewesen. Ne? Ja. Wobei das natürlich auch grenzwertig ist, weil du hast ja eigentlich, gibt es hier überall jemanden. Ja, ja, genau. Wir werden ja schon alleine üppig sein, könnte er ja sagen, dass wir wieder da haben. Nein, nein, eben. Und dann sind wir mit 18-jähriger Auditorium. Schon am vierten Tag da. Der erste war noch zwei, pack, 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 pack. Aber. Nö. Und das kann man. Also. Ja. Ah, jetzt sind wir, ja. Wir sind hingefahren und losgerutscht. Und das war jetzt. Ich sag, da muss noch gar keinen Handschuh an. Ja, ja. Ich bin das hier nichts und immer die anderen und so, ne? Das stimmt nicht. Wir haben nämlich einen Glückspokal.